Verdammt, ist er tot. Bild dir nichts ein, du bist nichts im Vergleich zu ihm. Verwende die Drohne weise. Ich habe die Codes. Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren, um sie gegen sie zu wenden. Was zur Hölle, die Drohne ist extra! Bitte, Batman! Was zur Hölle? Stirb! Warum geht das Ding einfach los? Da sie jetzt aus dem Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. Sehr gut, Herr Brent. Aber mal ehrlich, das liegt alles nur am neuen Anzug und nicht am ausgedienten Helden darin, oder? Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Das bringt nichts. Auf dieser Aufnahme berührt Stack keinen Gegenstand.
Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Kein vollständiger Handabdruck. Es müssen Augenblicke sein, in denen Stacks Hand... Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Auf dieser Aufnahme hinterlässt Stack keine Fingerabdrücke. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss rausfinden, ob Stack irgendwas angefasst hat. Das reicht nicht. Ich muss Stellen finden, an denen Stack am ehesten Fingerabdrücke hinterlassen hat. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Oh, apropos klitzekleine Stückchen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch 3 Stellen zu scannen. Den Abdruck habe ich schon gescannt. Ich muss einen anderen finden. Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch 2 Stellen scannen. Stack hat Abdrücke von seinem Ringfinger und seinem kleinen Finger hinterlassen. Noch 1 Stelle übrig. Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Du benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Echt genial, Bats, wirklich. Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern.
Waffen wären erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Frank. Sir, wegen der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Jeder, der dich jetzt anfasst, kriegt 1000 Volt ab. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind.
Verbindung zur Neigungssteuerung wurde getrennt. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Wayne, aber ich kann ein weiteres Upgrade für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? Ah, das wird schön. Die aggressivste Option, Mr. Wayne? Überraschend, dass es nicht Ihre erste Wahl war. Ich mache mich an die Arbeit.